Das Wohl der Armen ist oberstes Gesetz. So heißt es in einer Urkunde des Heilig-Geist-Spitals, dem bekanntesten und bereits 1255 erstmalig erwähnten Spital in Freiburg. Und daran hat sich bis heute im Grundsatz nichts geändert. Die Stiftungsverwaltung Freiburg vereinigt unter ihrem Dach 6 kommunale Stiftungen mit Wirken in und für Freiburg und zählt mit zu den größten Trägern sozialer Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Stadt. Die Stiftungsverwaltung ist ein modernes Unternehmen, das sich der Tradition für mehr Menschlichkeit verpflichtet sieht. Unsere 6 Stiftungen stehen in der Stadt Freiburg für Bürgersinn, Gemeinsinn, Gerechtigkeit, Solidarität. Sie haben eine jahrhundertelange Tradition, engagieren sich aber in Gegenwart und auch in Zukunft. In den Bereichen Kinder-, Jugend-, Altenhilfe, in den Bereichen Stipendienförderung bis hin zu Waldbau und Weinbau. Wir können dies nur leisten, wenn Sie uns stärken, weil nur Starke können Schwachen in der Stadt auch helfen. Und deshalb bitte ich Sie auch weiterhin um Unterstützung, unsere Aufgaben mit zu fördern, um letztendlich eine solidarische und gerechte Stadtgesellschaft zu ermöglichen. Die 6 kommunalen Stiftungen engagieren sich nicht nur in der Kinder-, Jugend- und Altenhilfe, sondern helfen auch jungen Menschen durch Stipendien, ihre Träume zu verwirklichen. Die Stiftungen erhalten und bewahren Kultur und Kunst in ihrem Bestand und kümmern sich um den Nachlass. Historische Bauten und Kunstschätze werden aufwendig restauriert, archiviert und für unsere Kinder erhalten. Genauso wie die 700 Jahre alte Weinbautradition. So werden individuell und sorgfältig ausgebaute Weine des Stiftungsweinguts auch in Zukunft ein Markenzeichen sein. Dem Wohl der Bürger seit 1298. Altenhilfe der Heilig-Geist-Spital-Stiftung. Fakt ist, wir werden alle älter, benötigen Unterstützung, Betreuung, Pflege, Hilfe. Die Altenhilfe der Stiftungsverwaltung Freiburg fängt bei der kostenfreien Beratung an, bietet betreutes Wohnen mit ambulantem Pflegedienst und reicht bis hin zur bedarfsgerechten Vollversorgung. Alle unsere Angebote und Einrichtungen haben ein Ziel: Ihnen ein würdevolles und möglichst eigenständiges Leben zu ermöglichen. Ich habe dieses Zimmer gefunden und ich freue mich, dass ich ein schönes und helles Zimmer haben kann. Und ich bin mit der Betreuung zufrieden, denn es sind viele Leute, die meinem helfen. Alle Achtung, wie die mit alten Menschen umgehen. Mehr als 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreichen täglich über 1000 ältere Menschen. Ihre Stärke liegt in ihrer hohen Professionalität und in der Spezialisierung auf anspruchsvolle und vielseitige Altenhilfe. Es gibt einmal den Palliativbereich, es gibt einmal die Gerontopsychiatrie und man kann so viel lernen. Also es ist wirklich ein Haus, wo alles drin ist. Wir haben auch viele jüngere Patienten und das ist gerade das Schöne, man lernt einfach die Medizin. Da ich noch ein junger Mensch bin, der noch am Anfang von seinem Leben steht, geben sie mir natürlich dann auch Ratschläge oder erzählen mir von ihrem Leben. Und man guckt auch immer auf eine Lösung und das finde ich sehr wichtig, nach einer Lösung zu suchen gemeinsam. Also man bekommt schon relativ viel zurück. Ständiges Geben und Nehmen. Wir investieren, probieren aus und gehen neue Wege. Dabei setzen wir auf Begegnung und Bildung. Vom spielerischen Gedächtnistraining über kulturelle Veranstaltungen bis hin zu sportlichen Freizeitaktivitäten. Junge Menschen können von Alten lernen. Alte bleiben dadurch länger fit. Die Heilig-Geist-Spital-Stiftung schafft gemeinsame Begegnungszentren. Mit Herz und Tradition seit über 750 Jahren. Kinder- und Jugendhilfe der Waisenhausstiftung. Gleiche Chancen für Kinder und Jugendliche, denn sie sind unsere Zukunft.
Auf dem Weg zu einem eigenständigen und zufriedenen Leben bietet die Waisenhausstiftung Unterstützung und Hilfe in vielen Facetten. Ob im betreuten Wohnen oder in Wohngruppen, ob Hilfe in der Schule oder in der Berufsvorbereitung. Wir können hier einfach mit den Lehrern reden, wenn wir Probleme haben. Nicht nur in der Schule, sondern außerhalb der Schule. Und das finde ich in der Schule gut, weil hier ist man nicht nur, weil man lernen tut, sondern hier ist man auch, um seine Probleme anzugehen. Wenn man Probleme auch außerhalb hat, kann man das auch hier besprechen. Hier wird dann einem geholfen. Die Waisenhausstiftung Freiburg bietet die Möglichkeit, den Schulabschluss zu absolvieren. In gemeinsam gestalteten Lern- und Lebensräumen. Neue Erfahrungen mit Schule und Leben in einer Gemeinschaft. Wir bieten hier ein schulisches Angebot, in dem Schüler in sehr kleinen Lerngruppen von 4 bis 5 individuell gefördert werden und hier auch ihren Schulabschluss machen können. Und gerahmt wird das Ganze von einem Tagesgruppenangebot, in dem es verschiedene Arten der Freizeitgestaltung gibt und wo die Schüler auch hinsichtlich ihrer beruflichen Perspektiven gefördert werden. Jugendliche ohne Abschluss können hier ihrem Start in die Berufswelt eine Basis geben und in ihrer Ausbildung auch nachträglich betreut und begleitet werden. Sonder- und Sozialpädagogen helfen den jungen Menschen, ihr Potenzial zu entdecken und auszubauen. Die Jugendlichen werden fit und stark gemacht für eine neue Chance. Ganzheitliche Förderung für chancengleiche Lebensperspektiven. Viel Gutes seit vielen Jahrhunderten. Und mit Ihrer Hilfe auch für viele Generationen in der Zukunft. Stiftungsverwaltung Freiburg.